Hallo und herzlich willkommen zur Zusammenfassung der vierten Etappe der Tour de France 2091. Die Etappe von heute bestand aus 150 Kilometern zwischen Redon und Fougères. Die Etappe von heute war eine ideale Etappe für Sprinter, da es keinen Anstieg gab und am Ende noch in Vitre einen Zwischensprint. Die 150 Kilometer lange Etappe von Redon nach Fougères begann mit einem angekündigten Fahrerstreik aus Protest gegen die Streckenführung des gestreckten Steilstücks. Zwar musste Greipel seine Kollegen zunächst ermahnen, aber dann hielt das Peloton für eine Minute an. Die nächsten 10 Kilometer wurden dann im Bummeltempo gefahren, ehe die ersten Angriffe kamen. Nachdem das Tyrann nicht für einen Ausreißer-Cup sprach, fand ich mit Van Moor und dem Franzosen Perichon nur ein Duo, das sich vom Feld absetzen wollte. Gleich der erste Angriff saß somit und das Duo verabschiedete sich aus dem Peloton. Allerdings bekamen die beiden keinen großen Vorsprung zugesprochen. Maximal 3 Minuten hatten sie auf das Feld herausgefahren. Im Rückblick auf die sturzreichen ersten Tage und das am Mittwoch wartende Zeitfahren wollten vor allem die Clermont-Fahrer einen ruhigen Tag verbringen. Nach 114 Kilometern wartete der Zwischensprint des Tages, den sich Van Moor vor Perichon holte. Dahinter gewann Cavendish den Sprint des Feldes vor seinen Teamkollegen Michael Morkow und Boani. Auf den weiteren Plätzen landeten Michael Matthews, Sonny Colbrelli und Peter Sagan. Durch den Sprint sank der Vorsprung des Ausreißertours auf 1 Minute und 15 Sekunden. Gut 15 Kilometer vor dem Ziel attackierten sich die beiden Ausreißer gegenseitig. Was zuerst wie der Kampf um die rote Rückennummer aussah, entwickelte sich in eine gefährliche Aktion für die Sprinter. Denn Van Moor ließ Perichon stehen und fuhr solo dem Tagesziel entgegen. Da das Feld zunächst nicht reagierte, hatte er auch noch 5 Kilometer vor dem Ziel 1 Minute Vorsprung auf das Feld. So wurde es auf den letzten Metern extrem spannend. Erst 150 Meter vor der Linie erreichten die Sprinter den sich nach Kräften wehrenden Van Moor und zogen an ihm vorbei. Erst kurz vor der Linie flog dann Cavendish an Philipsen vorbei und jubelte über seinen 31. Etappensieg bei der Tour de France. Hinter Boani und Philipsen wurde Matthews Vierter vor Sagan und dem Niederländer Zetsbol. Hier sehen wir die Top 10 der Etappe. Erster wurde Mark Cavendish, zweiter Nasser Boani, dritter Jasper Philipsen, vierter Michael Matthews, fünfter Peter Sagan, sechster Zetsbol, siebter Christoph Laporte, achter Mats Pedersen, neunter Boy van Poppel und zehnter André Greipel. Und so sieht die Gesamtwertung aus. Van der Poel ist der Leader des Rennens. Zweiter ist Julien Alaphilippe mit 8 Sekunden Rückstand. Dritter Richard Carapaz mit 31. Vierter Van Aert auch mit 31. Fünfter Wilco Kelderman mit 38. Sechster Tadej Pogacar mit 39. Siebter Enric Mas mit 40. Achter Nairo Quintana auch mit 40. Neunter Pierre Latour mit 45. Und 10. David Gaudu mit 52 Sekunden Rückstand. Hier sehen wir das Profil der Etappe von morgen. Das erste Zeitfahren dieser Tour de France. Ein flaches Zeitfahren, das 27 Kilometer lang ist und was das erste Showdown zwischen den Favoriten dieser Tour zeigen wird. Und so, das war's jetzt mit der Zusammenfassung. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben und wir sehen uns morgen mit der Zusammenfassung der 5. Etappe. Mach's gut!